gehalten, ja. Aber was ich hier einmal so bemerken möchte, ist, ich habe selten oder noch nie erlebt, dass die Predigt so gut vorbereitet wurde durch den Gottesdienst. Vielen Dank für jeden Beitrag, für die Kindergeschichte, für eure Zeugnisse, für die Lieder. Das hat alles eigentlich so deutlich und so gut zum Thema geführt, dass wir direkt einsteigen können, richtig? Es geht hier heute Morgen um das Thema Sehnsucht nach Gott. Wir haben das Wort bereits definiert, wir haben verstanden, ja, die Kinder haben es uns erklärt, was Sehnsucht ist. Ganz klar, Sehnsucht ist ein Wunsch, es ist ein Gefühl, ja. Das haben wir mal mehr, mal weniger, je nachdem, ja. Es gibt Zeiten, da sehnst du dich irgendwie nach Urlaub, richtig? Du kannst es kaum abwarten. Und dann bist du im Urlaub, liegst auf irgend so einer stinkenden Luftmatratze im Zelt und du sehnst dich nach deinem Bett zu Hause. Ja, wann bin ich wieder zu Hause? Ich will nach Hause in mein altes, also weiß ich nicht, alt oder neues Bett, ja. Und dann sehnst du dich nach dem Bett, ja. Neulich sprach ich mit jemand bei mir in der Gemeinde. Ich fragte ihn, und wie geht's dir? Er fing an zu weinen. Ich habe so eine Sehnsucht nach ihr. Vor einigen Monaten war seine liebe Frau heimgegangen. Wir hatten sie beerdigt. Und dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach seiner Frau, die er vermisst, die war so unsäglich, dass er in Tränen ausbrach. Verstehst du? Sehnsucht ist ein Gefühl, das kann man beschreiben, aber eigentlich weißt du ganz genau, was es ist, wenn du es spürst. Du weißt, wann du Sehnsucht hast. Das muss dir keiner erklären. Aber was ist Sehnsucht nach Gott? Ich meine, nochmal so, ganz unter uns, okay? Hast du gerade Sehnsucht nach Gott? Ist das der Grund, warum du heute Morgen hier sitzt? Also bist du heute Morgen mit diesem Wunsch aufgestanden, ich möchte in die Gegenwart Gottes kommen. Und deshalb gehe ich in den Gottesdienst. Ist das, warum wir heute hier sind? Oder ist das sowas wie, ja, ich muss predigen, ich habe Gerd gesagt, ich komme. Oder ja, ich muss die Kindergeschichte erzählen oder ich musste die Kinder hierher bringen. Oder es ist einfach nur Gewohnheit. Es ist ja nicht verkehrt, dass wir aus Gewohnheit hier sind. Aber ich habe nochmal die Frage, was ist Sehnsucht nach Gott? Woher weiß ich, dass ich gerade Sehnsucht nach Gott verspüre? Und ja, ich glaube, der Psalm 63 beantwortet das auf eine wunderbare Art und Weise. In meiner Lutherbibel ist tatsächlich dieser Psalm so überschrieben. Dieser Psalm trägt bei mir die Überschrift Sehnsucht nach Gott. Das ist nicht inspiriert, sondern das hat man später einfach diesem Psalm so zugeschrieben. Man hat gesagt, wenn man diesen Psalm liest, dann ist das ein Ausdruck von Sehnsucht nach Gott. Und deshalb habe ich mein Predigtthema auch so genannt, Sehnsucht nach Gott. Und darüber wollen wir uns gemeinsam Gedanken machen. Lasst uns einsteigen. Wir lesen hier am Anfang des Psalms. Ein Psalm Davids, als er in der Wüste Juda war. Das ist der erste Vers und das ist sowas wie die Überschrift. Das ist der Einstieg in den Psalm. Schau mal, bei den Psalmen ist das so, wir haben 150 im Psalmbuch oder im Buch der Psalmen, aber es gab natürlich sehr viel mehr Psalme. Ja? Wir finden zum Teil auch Lieder oder Gebete auch in anderen Büchern der Bibel. Aber das ist die Sammlung der Lieder oder der Gedichte oder Gebete, die Gott seinem Volk zugedacht hat. Jetzt hilft es manchmal, wenn man weiß, wer den Psalm geschrieben hat und in welchen Lebensumständen ist dieser Psalm geschrieben worden. Wenn du zum Beispiel das Lied singst, wenn Friede nach Gott meine Seele durchdringt, und wenn du die Geschichte drumherum weißt, wer das Lied geschrieben hat, in welcher Lebenssituation, bekommt das Lied nochmal eine ganz andere Tiefe, eine ganz andere Bedeutung. In den größten Stürmen des Lebens schreibt ein Mann, mir ist wohl in dem Herrn. Verstehst du? Also es hilft. Deswegen wäre es gut, wenn wir bei den Psalmen das wüssten. Aber bei vielen Psalmen wissen wir es nicht. Da ist einfach ein Psalm und da steht gar nichts dazu. Also man nennt das in der Theologie der Sitz im Leben. Ja? Also wo, in welcher Situation ist dieser Psalm entstanden? Bei Psalm 63 ist es klar. Es ist erstens David, der hat die eh viele oder die meisten Psalme geschrieben, aber nicht alle, nicht wahr? Es gibt viele Psalme, die gar nicht von David stammen, aber genauso wichtig und richtig sind, aber dieser Psalm ist von David entstanden. Und zusätzlich wird uns noch gesagt, in welcher Situation hat er diesen Psalm geschrieben? Da heißt es in Vers 1, ein Psalm Davids,
als er in der Wüste Juda war. Er sagt so, und? Ja, jetzt müssen wir in das Leben von David. Wann war David denn in der Wüste Juda? Also erstens können wir festhalten, David stammte nicht aus der Wüste Juda. Er war nicht gebürtig von dort, richtig? Also wir wissen, er kam aus Bethlehem. Und entsprechend hat er in Bethlehem gelebt. Später ist er dann als junger König nach Hebron gezogen und dann am Ende hat er die meiste Zeit in Jerusalem residiert. Also war er denn irgendwie mal im Urlaub gewesen in der Wüste Juda? Das ist übrigens heute ein touristisches Ziel. Viele Menschen kommen und machen Urlaub in der Wüste Juda. Also wenn ich dir nur ein Stichwort sage, Totes Meer, dann weißt du, das Tote Meer grenzt an dieser Wüste an und es gibt viele Menschen, die im Prinzip dort Urlaub machen, am Toten Meer. Zurzeit nicht, leider Gottes, aber es ist auf jeden Fall ein touristisches Ziel. Oder wenn ich dir die Höhlen von Qumran nenne, dann weißt du, dass das eine sehr bekannte Ausgrabungsstätte ist und viele Menschen gehen dahin, um Urlaub zu machen oder zumindest im Urlaub das einmal gesehen zu haben. Nein, David hat auch nie Urlaub in der Wüste Juda gemacht, sondern wenn wir die Geschichte von David lesen, dann hat er sich immer auf der Flucht befunden, wenn er in der Wüste Juda war. Einmal war er auf der Flucht vor dem König und ein anderes Mal war er auf der Flucht als König. Also keine besonders tollen Lebensumstände, richtig? David war immer in der Not, als er sich in dieser Wüste aufgehalten hat. Das heißt, er war da nicht freiwillig und er war in größter Lebensgefahr. Das wissen wir aus dem Wort Gottes. Seine Lebensumstände waren tragisch. So, und wenn David in der größten Not schreit, Gott, ich habe Sehnsucht nach dir, dann gibt uns dieser Psalm nochmal eine besondere Bedeutung. Das ist, was wir so am Anfang hier festhalten. Ich vermute, dass David bereits König gewesen ist, als er diesen Psalm geschrieben hat. Denn am Ende des Psalms heißt es, aber der König freut sich in Gott. Da ist der König in der dritten Person genannt. Also im Prinzip spricht er nicht von sich in der ersten Person. Aber ich denke, dass David ganz bewusst sich als König hier beschreibt. Der König freut sich in Gott. Und deswegen muss das wohl ein Psalm gewesen sein, als er auf der Flucht vor seinem Sohn gewesen ist und durch die Wüste Juda zog. So viel zum Hintergrund. Und nun wollen wir einsteigen. Das Erste, was wir hier von David erfahren über diesen Psalm ist, wir lesen in Vers 2, David beginnt mit den Worten, Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. Sehnsucht nach Gott und David sagt zunächst einmal, schau in dein Herz, ja? Ein Einblick in dein Herz lässt dich wissen und ahnen, dass du Sehnsucht nach Gott hast. Ein Blick nach innen. Sehnsucht nach Gott, ein Blick nach innen. Gott, David öffnet uns sein Herz und sagt, wenn ich in mein Herz schaue, habe ich eine tiefe Sehnsucht nach diesem Gott. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Ich halte Ausschau nach dir. Ich will dich haben. Gott, ich will Gemeinschaft mit dir haben. David beschreibt hier Gott auch nicht nur als jemand, den er ja, als Gott kennt, sondern er spricht von einem ganz persönlichen Gott, richtig? Er sagt, Gott, du bist mein Gott. Schaut mal, im Deutschen benutzen wir dieses Possessivpronomen in zwei verschiedenen Situationen. Ich kann dir zum Beispiel sagen, das ist mein Fahrrad. Ja, wenn ich sage, das ist mein Fahrrad, dann gehört mir dieses Fahrrad. So benutzen wir das Pronomen. Darf ich das sagen? Gott, du gehörst mir? Du kannst dieses Possessivpronomen aber auch so verwenden, dass du zum Beispiel sagst, die Kinder, wenn sie in die Schule gehen, dann sagen sie, das ist meine Klasse. Oder ihr sagt zum Beispiel, das ist meine Klassenlehrerin, richtig? Dann gehört dir die Klassenlehrerin nicht. Sondern dann bist du mit dieser Klassenlehrerin ja, in Verbindung oder dann gehört sie zu dir und du zu ihr. Das heißt, ihr habt Gemeinschaft miteinander. Das heißt, ja, sie ist für dich zuständig oder du bist mit ihr im Kontakt. Ja? Und so dürfen auch wir das sagen. Es gibt so Leute, die sagen, sag nicht meine Gemeinde, die Gemeinde gehört dir nicht.
Ich habe gesagt, aber Jesus hat auch gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das heißt, hier ist Jesus in einer direkten Beziehung mit seinem Vater im Himmel. Und genauso sagt David das hier. Gott, du bist mein Gott. Er redet nicht von irgendeinem Gott, sondern er redet von einem Gott, mit dem er in einer ganz persönlichen Beziehung steht. Und das ist die allererste Frage, die ich an dich heute Morgen habe. Hast du diese persönliche Beziehung zu Gott? Kannst du sagen, dieser Gott im Himmel, der Schöpfer Himmels und der Erde, das ist mein Gott, weil ich eine ganz persönliche Beziehung zu ihm habe. Es ist mein Vater. Es ist der Herr Jesus Christus, zu dem ich in einer ganz persönlichen Beziehung stehe. Das ist zunächst mal, was David festhält. Sehnsucht nach Gott heißt, du hast eine ganz persönliche Beziehung zu diesem Gott. Du kennst ihn, du weißt, wer er ist, du weißt, was er für dich getan hat und du weißt, was er für dein Leben bedeutet. Deshalb sagt David hier mit Nachdruck, ich habe so eine Sehnsucht nach dir, mein ganzer Mensch verlangt nach dir. Ich halte ohne dich nicht aus. So wie das trockene Land in der Wüste nach Wasser schreit. Schaut mal, ich habe euch hier ein paar Bilder von der Wüste Juda mitgebracht. Jetzt nochmal. Danke euch. Ja. Das ist die Wüste Juda. Also ich bin früher 1, 2, sogar manchmal 3-mal im Jahr in Israel gewesen. Ich habe so viele Menschen, also Studenten, Pastoren, Mitarbeiter und Mitglieder von Gemeinden mitgenommen. Ich kann das gar nicht mehr erzählen, wie oft ich in Israel gewesen bin. Und eigentlich gehört das immer dazu, ein Besuch in der Wüste Juda. Ja? Und ich habe einen guten Freund in Israel, in Jerusalem wohnt, der heißt Johannes Gerloff. Johannes Gerloff ist bekannt in Deutschland als Redner. Er ist eigentlich Journalist in Jerusalem und berichtet auch aus Jerusalem regelmäßig. Hochinteressant, auch immer wieder seine Beiträge zu lesen und ihn auch als Referent zu hören. Und Johannes erzählte mir, er hat mal so einen Suchtrupp begleitet. Jedes Jahr verlieren sich Menschen in der Wüste Juda. Sie denken, sie werden sich schon alleine durchschlagen und dann verlaufen sie sich und sind verloren. Und er hat so einen Suchtrupp begleitet. Wenn so ein Suchtrupp rausgeht, um in der Wüste nach Menschen zu suchen, suchen sie höchstens 3 Tage, dann brechen sie ab. In dem Fall haben sie auch die Suche abgebrochen. Die Person ist einfach verschwunden. Nach 3 Tagen ist der Mensch tot. Entweder hat er irgendwo eine Quelle Wasser gefunden, dann kann er noch leben. Ansonsten in der Wüste Juda brauchst du im Durchschnitt 7 Liter Wasser am Tag. Ansonsten bist du nach 3 Tagen verdurstet. Und so wie die Wüste nach Wasser schreit und du in der Wüste ohne Wasser nicht leben kannst, so, sagt David, kann ich ohne Gott nicht leben. Du kannst ohne Gott nicht leben, geschweige denn sterben. Das ist das, was dieser Psalm uns sagt. Du musst verstehen, dass diese Sehnsucht nach Gott etwas Größeres ist als der kleine Teddy. Du musst zunächst einmal wissen, da gibt es diesen Großen, der so viel mehr für mich getan und bedeutet hat als all das, was ich bis jetzt habe in meinem Leben. Das hat David verstanden. Ohne Gott bin ich ewig verloren. Und wenn du diese Botschaft noch nie gehört hast, dann solltest du sie heute mit aller Klarheit und Deutlichkeit verstanden haben. Ohne Gott bist du für alle Ewigkeit verloren. Für Zeit und Ewigkeit. Und deshalb beginnt Sehnsucht zunächst einmal mit dem Verständnis, deine Seele schreit nach Gott. Ach, die Aufklärung hat uns übrigens gesagt, dass man Gott auch ersetzen kann. Ja? Dass man Gott mit anderen Dingen füllen kann. In der alten DDR gab es den Spruch, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Danach hat man in der sozialistischen, kommunistischen DDR gelebt. Aber du kannst ohne Gott nicht leben. Du kannst vielleicht deine Ernte einfahren. Du kannst vielleicht eine Zeit lang einigermaßen gut auskommen. Aber deine Seele wird nicht zur Ruhe kommen. Theo Lehmann, Evangelist und Musiker, sagt einmal Folgendes. Hört, du kannst mit allen Wassern der Philosophie gewaschen sein. Du kannst dich mit Schnaps volllaufen lassen und deine Adern mit Drogen vollpumpen. Du kannst aus dem Ozean der Weltreligion Weisheiten schlürfen. Du kannst aus dem trüben Tümpeln der Horoskope und Wahrsagerei saufen. Du kannst das eiskalte Wasser des atheistischen Materialismus schlucken, aber deine Seele wird dabei verdursten. Hörst du? Deine Seele wird dabei verdursten. Erkenne, dass deine Seele nach Gott schreit. Deine Seele schreit nach mehr. Das bisschen, was wir haben und besitzen,
hält uns nicht am Leben, gibt uns keine Befriedigung fürs Leben. Dieses, was wir haben und sind, ist nicht das, was deine Seele braucht. Ein Blick nach innen lässt dich erkennen, dass deine Seele nach Gott schreit. Sehnsucht nach Gott, ein Blick nach innen. Ganz ehrlich, also es gibt tatsächlich Tage, wo ich das genauso empfinde. Ich stehe morgens auf und bevor meine Füße den Boden berühren, habe ich schon ein Gebet auf der Zunge oder zumindest im Herzen. Ja? Ich gehe in die Dusche und ich fange an, Lieder zu singen. Ja? Da darf ich singen. Ja? Ich bin so voller Dankbarkeit, weißt du? Ich schlage meine Bibel auf und beginne in der Bibel rumzumalen, weil mir dieses Wort und jener Vers so wichtig sind. Ja? Mein ganzer Tag ist geprägt von dieser Beziehung zu meinem Gott. Was für ein Geschenk, oder? Aber du, ich bin seit fast 30 Jahren am Bibelseminar Bonn. 1995 wurde ich dort als junger Mann mit 25 berufen. Für alle, die nachrechnen wollen, wie alt ich bin. Ich sehe jünger aus, stimmt's? Danke. Danke, Schatz, hast du gehört? Die sagen, ich sehe jünger aus. 95, seit, also nächstes Jahr, 30 Jahren am Bibelseminar Bonn. Du, ich kann dir sagen, es hat andere Tage gegeben. Ganz viele. Da habe ich überhaupt nicht dieses Empfinden gehabt, dass ich in dieser innigen Gemeinschaft mit diesem Gott lebe. Weißt du, im Gegenteil, da bin ich aufgestanden und meine Gedanken waren überall, nur nicht in der Gemeinschaft mit Gott. Kennst du diese Tage? Hast du diese Momente erlebt? Fühlst du dich vielleicht gerade jetzt so, dass du sagst, ja, ich weiß, ich sollte, aber so richtig innig bin ich im Moment nicht in der Gemeinschaft mit Gott so. Ich kann nicht sagen, meine Seele schreit nach Gott. Ich weiß nicht, was es ist, aber es ist nicht der Fall. Ich glaube, der Psalm gibt nur eine Antwort darauf. Komm, lesen wir weiter. Denn die Sehnsucht nach Gott, so sagt David hier, ist eine Blickrichtung. Die Sehnsucht nach Gott ist ein Blick nach oben. Das ist der zweite Punkt und wir lesen weiter ab Vers 3. Komm, wir lesen, was David hier beschreibt. Er sagt, so schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum. Wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit, denn deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben, mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Vers 6. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich mich mit fröhlichem Mund loben kann. Schau mal, was David dir sagt, ist, die Blickrichtung muss stimmen. Wer Sehnsucht nach Gott hat, der schaut aus nach Gott. Ich schaue aus nach dir in deinem Heiligtum. Und das hebräische Wort hier für schauen ist nicht gaffen. Weißt du, es gibt dieses Wort, wo man einfach nur Zuschauer ist. So, du weißt, wie viel Stau es auf der Autobahn gibt, weil es Gaffer gibt, die einfach nur sehen wollen, was passiert denn da. Das sind so Zaungäste, die stehen nur da und wollen im Prinzip nur wahrnehmen, was sie sind nicht mittendrin. Sondern das hebräische Wort, das hier verwendet wird, ist sowas, ich möchte teilhaben an deinem Heiligtum, an deiner Macht und Herrlichkeit. Ich will integriert sein, ich will mit dabei sein. Jetzt müssen wir zurück ins Alte Testament springen und verstehen, dass das im Alten Testament nur in der Gegenwart Gottes im Heiligtum möglich war. Das war zunächst mal die Stiftshütte, die Gott hat bauen lassen. Später war es der Tempel, der dann von Salomo errichtet wurde. Und dann wieder aufgebaut wurde nach dem Exil, das Israel erlebte. Schau mal, heute musst du nicht mehr an einen Ort pilgern, um Gottes Gegenwart zu erleben, sondern du musst einfach nur aufblicken zu diesem Gott. Oder sollte ich anders sagen, einmal die Bibel aufschlagen und hineinschauen in diese Bibel. Und dann lernst du diesen Gott kennen. Wo willst du Gott sonst begegnen, wenn nicht in seinem Wort? Es gibt Menschen, die mir sagen, Hanni, hast du schon mal Gott reden gehört? Da habe ich gesagt, sehr oft. Echt, wie ist das? Ist das laut? Hat er eine Männerstimme? Ich sage, du, jeden Morgen, wenn ich die Bibel aufschlage, habe ich Gott im O-Ton vor mir. Wenn du die Bibel liest, spricht Gott im Originalton. Das ist sein Wort. Wenn du Sehnsucht nach Gott hast und du willst Gottes Stimme hören, du willst Gottes Wort hören, dann musst du in dieses Wort. Das ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben. Natürlich redet er manchmal auch durch andere Menschen, durch einen Gedanken oder vielleicht, weiß ich nicht, auch mal durch einen Traum. Das mag alles möglich sein. Das können wir aber alles hinterfragen. Was wir nicht hinterfragen, ist dieses Wort. Es ist das irrtumlose Wort Gottes, das für Zeit und Ewigkeit gilt. Und deshalb
In dieses Wort musst du hineinschauen. Die Blickrichtung muss stimmen. Schau mal, vor ein paar Jahren war ich bei der Fahrschule. Ein paar Jahre. Und bei der Fahrschule hat mir der Fahrschullehrer eine Regel beigebracht. Er hat gesagt, Herr Derksen, wenn Sie fahren, schauen Sie immer, wohin Sie fahren. Einfach immer nach geradeaus. Schauen Sie nach vorne. Denn wir neigen dazu, dahin, wohin wir schauen, dahin lenken wir. Ich habe gesagt, dem Fahrschullehrer bringe ich eine Lektion bei, dass das nicht so ist. Und jetzt Folgendes. Ich war schon immer so ein bisschen neugierig und rebellisch unterwegs. Und ich habe gedacht, ich zeige dem Fahrschullehrer, dass ich das kann. Wir waren auf der Autobahn. Und ich sollte einen LKW überholen. Und ich habe gedacht, so, jetzt mache ich genau das. Ja? Ich werde den LKW überholen und während ich überhole, lese ich, was auf dem LKW auf der Seite geschrieben steht. Und wir fahren, ja, ich halte mein Lenkrad und ich fange an zu lesen, was auf dem LKW steht. Plötzlich greift der Fahrlehrer mein Lenkrad und sagt, wo haben Sie hingeschaut? Ich hatte Ihnen gesagt, wohin Sie fahren, dahin sollen Sie schauen. Das heißt, wenn Sie nach vorne fahren, schauen Sie nach vorne. Denn wohin du schaust, dahin lenkst du. Du, ich habe irgendwann im Leben festgestellt, das ist nicht nur eine Lektion fürs Autofahren, das ist eine Lebenslektion. Dahin, wohin du schaust, danach hast du Verlangen. Weißt du, ich möchte hier niemand zu nahe treten, aber da gibt es diese Tupper-Partys, ne? Entschuldigung, oder soll ich ein anderes Beispiel nehmen? Ja? 30 Jahre haben wir das Zeug nicht gebraucht. 30 Jahre sind wir ohne. Aber jetzt geht nicht. Wir brauchen genau das. Warum? Weil jemand uns den ganzen Abend erklärt, ja, wie wichtig dieses Geschirr oder was auch immer, also ja, diese Haushaltswaren sind. Ja, und dann sind, okay, jetzt für uns Männer, ja, dann sitzen wir Abend für Abend, ich weiß nicht, scrollen durch diese Webseite, das ist ein Auto. Oh, dann zeigen wir es unserer Frau, ja, nee, viel zu teuer. Ja, stimmt, ja. Nächsten Abend wieder, steht immer noch drin. Und je länger du schaust, umso mehr willst du das haben, richtig? Das ist eine Lebenslektion. Das, worauf du schaust, danach hast du Verlangen. Und dann erklären mir Leute, ach, weißt du, Heinrich, ich habe keine Freude, ich habe keine Lust mehr auf Kirche, weißt du, ich habe keinen Bezug mehr zu Gott, bei mir ist irgendwie da so eine Funkstille zwischen mir und Gott. Das liegt nicht an dem heiligen Gott, sondern das liegt an dir. Die Blickrichtung stimmt nicht mehr. Wenn du die ganze Woche dich von dem Müll dieser Welt zumüllen lässt und dich davon ernährst, dann hast du kein Verlangen nach Gott. Wenn du denkst, das reicht, dann hast du keine Sehnsucht nach dem großen Teddybär. Danke für diese gute Illustration heute Morgen. Dann fehlt dir der Blick. Je weniger du über Gott und sein Wort und seinen Willen nachdenkst, umso weniger willst du diesen Willen tun. Je weniger du über den Himmel und die Ewigkeit nachdenkst, was Gott uns dort vorbereitet, für alle Ewigkeit, umso weniger willst du in diesen Himmel, weil du dir keine Gedanken über diesen Gott und den Himmel machst. Aber je mehr dein Herz erfüllt wird von seinem Wort, von seiner Liebe, von der Gnade und Güte, von der Gemeinschaft, die in Jesus Christus möglich ist, wenn du darüber nachdenkst, was Gott für dich vorbereitet und dass du hier auf Erden, weiß ich nicht, 70, 80, meine Oma ist hier in Espekamp 103 geworden. Ich habe immer gesagt, das muss man in Espekamp machen. Nur hier wird man so alt. Also weiß ich nicht. Ich glaube, in Köln wird man nicht so alt, aber so what. Ja, auch wenn du 103 wirst, aber die Ewigkeit verbringst du im Himmel und der Gedanke erfüllt dich und dann beginnst du Schätze im Himmel zu sammeln, weil du weißt, wofür du lebst und wo du am Ende die Ewigkeit verbringst. Verstehst du? Sehnsucht nach Gott ist die Blickrichtung. Und je mehr du auf Gott schaust und dich von seinem Wort inspirieren lässt, umso mehr willst du in diese Gemeinschaft mit Gott. Denn deine Güte, sagt er in Vers 4, ist besser als Leben. Ja? Alles, was wir haben, ist nichts im Vergleich zu dem, was Gott uns eigentlich schenkt. Und David war König. David war König und er hatte im Wesentlichen ein gutes Leben. Und er sagt, all das, was ich habe als Leben, ist im Vergleich zu deiner Güte nichts. Deine Güte ist besser als Leben. Meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Oh, jetzt wird's charismatisch. Also Vorsicht, ich weiß jetzt nicht genau, ich habe mich vorher hier nicht abgestimmt, was hier erlaubt ist und was nicht. Aber es steht hier in der Bibel, sorry, also ja, das ist ein Bibelvers jetzt. Ja,
Komm, ganz schnell raus aus der Nummer, damit wir uns hier nicht verirren oder dass ich hier nichts Falsches sage. Könnte ja dann meine erste und letzte Predigt sein, ja? Vorsichtig. Also, ja, es ist Poesie. Ja, es ist Poesie. Ja, es ist Poesie. Deswegen ganz oft, wenn wir poetische Texte lesen, dann verstehen wir, das ist Bildersprache. Haben wir eben gesungen, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser, so schreit meine Seele. Nein, du denkst ja nicht so, so. Verstehst du? Nein. Ja, das ist ja ein Prinzip der Hermeneutik, dass man Texte in ihrer Art auslegt. Und Bilder sind nicht wörtlich gemeint. Und deswegen sind wir ganz schnell raus aus der Nummer. Ja? Wir können einfach sagen, hier verwendet er so ein Bild, ja, so im Sinne von im Geiste gesprochen hebe ich meine Hände. Ja? Wir Deutsche sind eh, was so Fröhlichkeit angeht, also wir sind, man nennt uns Emo-Blocker. Also ja, wir kennen keine Gefühle. Ja? Bis man dann, darf ich das hier sagen, bis man ins Kölner Stadion kommt, ne? Fußballstadion. Also, sorry, ja, ich weiß, wir sind gewohnt, das Leiden, ja. Deshalb sind wir wieder abgestiegen. Aber ab und zu, eher selten, komme ich mal ins Kölner Stadion, ja. Also, wir waren dann mit meinen Jungs im Stadion gewesen und dann, es war ein relativ langweiliges Spiel, aber dann fiel doch ein Tor. Und ich schrie, wow, ja! Meine Jungs kamen nach Hause und haben gesagt, Mama, Papa, der hat ja wahnsinnig Spaß heute im Stadion gehabt. Ja, der hat so gebrüllt, ja. Es tut mir leid, wenn ich da mit 50.000 Fans feiere. Ihr müsst euch mal die Kölner Fans angucken, wenn wir mal gewonnen haben, das ist eher selten. Ja, ist eine Leidensgeschichte, ja. Aber ich bin Kölner und deswegen bin ich auch Kölner Fan. Aber weißt du, die gehen durch die Stadt, als hätten sie gewonnen. Die haben gar nichts gemacht. Die haben nur zugeguckt. Verstehst du? Und wir schleichen als Christen manchmal durchs Leben. Wir schämen uns für das Evangelium. Ja, wir kommen da. Und was war am Wochenende? Ja, nichts Besonderes. Wie nichts Besonderes? War der Gottesdienst nichts Besonderes? War die Gemeinschaft mit Christen nichts Besonderes? War die Gemeinschaft im Wort Gottes nichts Besonderes? Das kann es doch nicht sein. Uns fehlt oft diese Fröhlichkeit, diese Heiterkeit, dieses, weißt du, oh, was bin ich dankbar, ein Christ und ein Kind Gottes zu sein. Weißt du, wenn du dann schon am Montag so ankommst, ich habe Freude in Jesus. Weißt du? Ja, das fällt einem schwer, jemand abzunehmen, weißt du, so. Wenn du Freude hast, dann sieht man das an deinem Gesicht, richtig? Ich komme in Gemeinden, da darfst du im Gottesdienst nicht lachen. Ja, da verziehen die Winkel, wenn man irgendwie auch nur was irgendwie Humorvolles oder Lustiges sagt. Es geht ja auch nicht ums Lachen, es geht um die Freude im Herzen, die Ausdruck braucht, richtig? So, und das wünsche ich uns. Wer Sehnsucht nach Gott hat und die Blickrichtung, die richtige Ausrichtung hat, wenn die Blickrichtung stimmt, dann weißt du, dass ich loben will mein Leben lang, dann bist du begeistert von Gott. Die Sehnsucht, die Gott in deinem Herzen stillt, löst Freude und Begeisterung. Es wird ja noch besser, pass auf. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Mund loben kann. Also, verstehst du, dieser Ausdruck, das ist meines Herzens, ich glaube, das war sogar hier heute der Wunsch für die Geburtstagskinder, ich will dir Folgendes sagen. Also das steht so bei mir in der Lutherbibel. Ich weiß nicht, ob du eine Bibel dabei hast, solltest du immer dabei haben und vergleichen. Ja? Vergleich, was in deiner Übersetzung steht. Martin Luther war ja ein Künstler im Bibelübersetzen. Also das, was der uns hinterlassen hat, ist ein Geschenk. Ja? Aber was er oft gemacht hat, er hat Verse paraphrasiert. Paraphrasieren heißt, er hat nicht wörtlich übersetzt, sondern den Sinn übersetzt. Ja? Komm, wir schauen mal, was hier eigentlich steht. Wenn du zum Beispiel die Elberfelder hast oder was weiß ich, Schlachter 2000. Eigentlich müsste man den Vers so übersetzen. Wie an Fett und Mark, oder das kann auch Öl hier übersetzt werden, das ist das gleiche hebräische Wort. Also wie an Fett und Öl wird satt meine Seele, mit jubelnden Lippen soll mein Mund dich preisen. Das steht hier. Das ist eigentlich die wörtliche Übersetzung. Jetzt denkst du, also, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist meines Freude, Herzensfreude und Wonne, das versteht man zumindest. Aber hier so eine Aussage wie an Fett und Öl wird satt meine Seele. Das macht gar keinen Sinn. Das ist das, was Luther eben gekonnt hat. Er hat den Sinn übersetzt und nicht die Worte. Aber was sagen denn diese Worte?
Du weißt, in der damaligen Zeit war eine öl-fetthaltige Speise etwas Besonderes. Also wenn jemand gut genährt war, dann hat er fetthaltige Speisen gegessen oder ölhaltige Speisen. Wir sind heute alle auf Diät, ich weiß. Also ich nicht, aber ihr. Ja, man sieht es mir ein bisschen an. So, also verstehst du, aber damals war das, ich sag mal, ein Ausdruck von Wohlstand, ja? Wenn jemand gutes, fettiges Essen hatte. Nicht nur damals. Vor einigen Jahren war ich in der Ukraine. Ich sollte ein Seminar durchführen und da hat mir jemand gesagt, Heinrich, ich möchte heute Abend dich einladen. Das war mein Dolmetscher und der sagte, meine Frau wird kochen und sie wird was ganz Leckeres machen. Was Besonderes wird sie heute Abend für dich vorbereiten. Es ist typisch für die Ukraine. Also saß ich bei denen dann abends beim Tisch und gucke ich auf den Teller. Sie bringt ich sage, was ist das? Sala. Sala? Leute, ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Sala ist. Sala ist einfach Speck. Einfach nur Speck. Also nicht so Bauchspeck, da ist ja noch ein bisschen Fleisch drin. Ne? Das ist einfach Speck. Und ihr sagt, ja, das ist was ganz Leckeres. Und jetzt nehme ich so ein Ding, ne? Steck das im Mund, Entschuldigung, aber wenn du Sala isst, ess weiter, ja? Also, ey, das Ding wird immer größer in meinem Mund, ne? Ich weiß nicht, wohin. Ich kau. Das wird immer größer, das Ding. Irgendwann so, habe ich das einfach runtergeschluckt. Weißt? Es tat mir so ein bisschen leid, weil die Gastgeberin, sie hat mich die ganze Zeit beobachtet und sie sagt, und wie schmeckt's? Ja? Ey, ich will ein guter Gast sein. Ich habe gesagt, sehr interessant. Ich wusste nicht, was ich sagen soll, verstehst du? Als ich nach Hause kam, bei uns in der Gemeinde habe ich ein paar Ukrainer und da habe ich das dem einen erzählt. Und der so, was, Sala? Heinrich, Sala ist unsere Nationaldroge. Weißt du, hat er zu mir mit so einem ernsten Gesicht so, weißt du, wenn ich nachts nicht schlafen kann, gehe ich an den Kühlschrank, hol mir Sala raus, ich esse Sala, dann schlafe ich wie ein Baby ein. Ey. Ich sage, der Wahnsinn, wenn ich nachts Sala esse, ich krieg kein Auge mehr zu. Das Ding liegt so schwer im Magen, weißt du. Ich habe keine Ahnung, was Sala ist, aber also es ist auf jeden Fall nicht mein Ding, ja, okay. Ich hoffe, ich sage ja nichts Schlimmes, aber hör mal, jeder weiß, fetthaltige Speisen sättigen extrem. Das weiß jede Hausfrau, das weiß man so. Und das ist das Bild. Schau mal, ich erzähle das ja jetzt nicht einfach nur just for fun, sondern das ist das Bild. Wie an Fett und Mark wird satt meine Seele. Verstehst du, darum geht's hier. Was ist dein Nationalgericht? Oder na, was ist dein Lieblingsgericht? Oder was isst du besonders gern? Füll das hier ein. Ja? Ich weiß es nicht, wenn es bei dir Pizza ist, bei mir ist es definitiv Steak, ja, also Steak geht immer, ja, nicht nachts, aber, ja, so, füg das ein, was dein Lieblingsgericht ist, weißt du, wie das ist, wenn man so satt gegessen, so, man lehnt sich zurück und man will nichts mehr, richtig, da kommt der Kellner oder die Kellnerin, fragt, wollen Sie noch Nachtisch, nein, du brauchst nichts mehr, du bist einfach satt, darum geht's hier, das ist es, ja, so wird meine Seele satt in dir. Darum geht es. Verstehst du? David hat verstanden. Wenn ich meinen Herzensschrei höre und meine Blickrichtung auf Gott ausrichte, dann schenkt er mir mehr als alles, was ich habe und bin. Dann beschenkt er mich und ich bin satt in ihm. Das ist die Sehnsucht nach Gott, die in alle Ewigkeit einmal gestillt werden soll. Und jetzt jumpen wir ganz schnell durch die letzten zwei Punkte. Um hier schnell zum Ende zu kommen. Sehnsucht nach Gott, ein Blick nach hinten. Das ist der dritte Punkt. Lest mit mir Vers 7 bis 9. Wenn ich mich zu Bett lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. David sagt, nicht nur ein Blick nach innen und nach oben. Wenn du Sehnsucht nach Gott gestillt bekommen willst, schau mal nach hinten. Schau nach hinten. Schau mal, was ich dir hier zeigen will, ganz schnell, ist der hebräische Parallelismus. Ja? Man hatte im Judentum oder man hat in der hebräischen Sprache anders gedichtet als bei uns im Deutschen. Bei uns reimen sich so wie Hänschen klein ging allein in die weite Welt hinein, ja, Stock und Hut stehen ihm gut und so weiter. Also bei uns reimt sich das immer am Ende. Im Hebräischen nennt man das Parallelismus. Das heißt, man wiederholt die gleichen Dinge mit anderen Worten.
Und so prägt man sich die Verse ein. Zum Teil werden am Anfang des Verses Buchstaben oder Worte betont. Hier kannst du sehen, das sind zwei Zeilen, das nennt man parallel, Parallelismus, ja, sind parallel. Und in der ersten Aussage ist im Prinzip die erste Zeile unterstrichen, wenn ich mich zu Bett lege. Und die zweite Zeile ergänzt diese Aussage, wenn ich wach liege. Das ist die Aussage, ja, wenn ich im Bett liege und wach bin. So denke ich an dich. Und die zweite Zeile wiederholt das, sinn ich über dich nach. Im Prinzip ist das die gleiche Aussage, nur mit anderen Worten wiederholt. So, und das ist das, was David hier sagen will. Ich liege nachts wach und kann nicht schlafen. Also normalerweise schlafen wir nachts, oder? Aber David, jetzt wissen wir die Umstände, David ist in einer Situation, wo er im Prinzip auf der Flucht ist. Und natürlich hat David allen Grund, Sorge zu haben. Und wach zu sein und nicht schlafen zu können. Doch was macht David in all seiner Not? Er denkt nicht darüber nach, was sein Sohn da gerade plant. Er denkt nicht gerade nach, wie geht es meiner Familie in Jerusalem. Er denkt nicht gerade nach, was macht das Volk, das jetzt ohne König unterwegs ist. Oder er denkt nicht über sich und seine Leute nach, sondern er denkt über Gott nach. Und dann kommt die Aussage, denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Gott, bei dir bin ich aufgehoben, bei dir bin ich sicher. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich fest. Schau zurück in dein Leben, was hat Gott in deinem Leben bereits getan? Schau mal, uns ist die Zeit abgelaufen, aber ich will dir Folgendes sagen. Das Bibelseminar Bonn ist eine Wundergeschichte von der ersten Stunde bis heute. Wenn ich anfangen würde zu erzählen, wie viele Wunder wir erlebt haben, was Gott getan hat. Es ist einfach eine Wundergeschichte und deshalb schauen wir immer wieder zurück. Deshalb schauen wir immer wieder zurück und stellen fest, Gott hat uns getragen. Es gibt dieses alte Lied, ihr kennt es vermutlich noch, ne? Schau ich zurück, wie hat mich Gott getragen? Schau zurück in dein Leben und du wirst erkennen, dass du einen guten Gott hattest. Es ist kein Zufall und es ist nicht einfach nur Glück, sondern es ist Gottes Bewahrung, die dich bis an den heutigen Tag geführt hat. In diesem Sinne, Sehnsucht nach Gott, schau zurück, was Gott in deinem Leben getan hat. Und wir schließen ab mit den letzten Versen. Sehnsucht nach Gott, schau nach vorne. Wir lesen ab Vers 10. Sie aber trachten mir nach dem Leben, mich zu verderben. Sie werden in die Tiefen der Erde hinunterfahren. Sie werden dem Schwert dahingegeben und den Schakalen zur Beute werden. Vers 12 hatte ich gesagt. Aber der König freut sich in Gott. Wer bei ihm schwört, der darf sich rühmen, denn die Lügenmäuler sollen verstopft werden. Was ist das für ein Text? Bis jetzt war das doch einigermaßen harmonisch, was wir hier gelesen haben. So schön. Und jetzt auf einmal, sie trachten nach dem Leben. Sie werden hinunterfahren, dem Schwert dahingegeben, den Schakalen zur Beute. Was ist das für ein Text? Hatten wir vorhin gesagt. Poesie, Bildersprache. Was David hier sagt, ist im Prinzip im Bilde gesprochen. Schau mal, wer ohne Gott lebt, wird ohne Gott in die ewige Verdammnis gehen. Das ist die Botschaft. Sie versuchen, David zu schaden. David sagt, aber am Ende schaden sie sich selbst. Wer ohne Gott lebt, wird ohne Gott in die ewige Verdammnis gehen. Und das ist nicht, weil wir Angst machen wollen, irgendjemand hier im Raum, sondern das ist die Botschaft der Bibel. Gott ist ein Gott der Liebe und er hat für dich einen Plan. Er hat für dich einen Weg in die Zukunft. Für dich hat Gott Himmel und Erde gemacht. Für dich hat er den Himmel gemacht. Dich will er in der Ewigkeit bei sich haben. Das ist Gottes Idee für dein Leben. Und deshalb sollst du die Sehnsucht nach Gott in ihm stillen, damit du nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft bei Gott bist. Darum geht es. Das ist die Botschaft. Aber da, wo Menschen uns einreden wollen, dass wir Gott nicht brauchen, sie werden irgendwann einmal vor diesem lebendigen Gott ihre Knie beugen, sagt Paulus, und sie werden bekennen, dass er der Herr ist. Diese Lügenmäuler werden gestopft werden. Wer heute uns erzählt, dass wir ohne Gott leben können, das sind Lügner, die irgendwann ihre Knie vor diesem lebendigen Gott beugen werden. Und deshalb predigen wir dieses Evangelium jeden Sonntag und laden jeden ein, komm zu Jesus. Still deinen Hunger nach Leben und nach Gott in ihm. Das ist die Einladung, die wir jetzt aussprechen möchten, damit deine Gegenwart und Zukunft bei Gott sicher ist. Wisst ihr,
Das Schönste kommt noch, hat jemand mal geschrieben und gesagt, wir erwarten einen neuen Himmel und eine neue Erde. Darauf leben wir zu. Ich war vor einigen Jahren bei der Beerdigung von Billy Graham dabei gewesen. Das war für mich ein großes Vorrecht, als einer der Vertreter aus Deutschland dabei gewesen zu sein. Franklin Graham, der Sohn, hielt die Predigt für seinen Vater. Und er sagte, mein Vater hat immer wieder gesagt, es wird einen Tag geben, da werden alle sagen, Billy Graham ist tot. An dem Tag, wenn sie das sagen, hat Billy Graham gesagt, glaubt ihnen kein Wort. Denn an dem Tag, an dem alle sagen, Billy Graham ist tot, bin ich lebendiger als je zuvor. Ich habe nur die Adresse gewechselt. Schau, das ist unsere Perspektive für die Zukunft. Das ist unser Gott und nach ihm haben wir Sehnsucht. Es wird einen Tag geben, da wird Gott ganz persönlich dir jede Träne von deinen Augen wischen. Und der Tod wird vorbei sein, das Leid wird vorbei sein, der Schmerz wird vorbei sein. Für alle Ewigkeit bei Gott. Die Sehnsucht nach Gott wird in der Ewigkeit, für alle Ewigkeit gestillt werden. Willst du, dass diese Sehnsucht gestillt wird? Dann schau in dein Herz. Dein Herz schreit nach Gott. Schau nach oben. Gott wartet auf dich. Der liebende Gott wartet auf dich heute Morgen. Er will dir neu begegnen in seinem Wort, durch seinen Heiligen Geist. Er möchte Gemeinschaft mit dir haben. Schau zu ihm auf. Schau nach hinten und erkenn, dass das alles Spuren Gottes sind, die dich durchs Leben getragen haben. Und schau nach vorne, denn wir haben einen Herrn, der bald wiederkommt und uns in alle Ewigkeit zu sich holt. Und deshalb wird dort für alle Ewigkeit unsere Sehnsucht nach Gott gestillt werden. In diesem Sinne, lasst uns unsere Sehnsucht nach Gott stillen. Amen.